Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Dirk Olleshausen, wir haben rund zwei Drittel des Trainingslagers des KSC hinter uns hier in Belek. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es, glaube ich, bisher zu Recht nur strahlende Gesichter. Ja, das auf jeden Fall. Der Flug war äußerst ruhig. Also das, was letztes Jahr Turbulenzen war, waren dieses Jahr absolut ruhig und kein Wackler. Das war das Erste. Das Wetter ist besser. Wir haben hier jeden Tag zwischen 15 und 20 Grad. Und ja, die Plätze sind direkt am Hotel, sodass wir in 2 Minuten zu Fuß die erreichen können. Also wir sind hier optimal ausgestattet. Ihr arbeitet sehr intensiv. Trotzdem gab es heute 2 Außergewöhnlichkeiten. Eine zu Beginn und eine zum Ende des Trainings. Einer hatte oder hat heute Geburtstag. Ja, der Gordi hat heute Geburtstag und da haben wir uns gedacht, wir singen in einem kleinen Ständchen, wie das in letzter Zeit üblich ist bei uns. Und danach war heute der erste Tag, wo wir zusammen am Meer waren. Momentan sieht es noch nicht aus, als wenn wir Urlauber hausen könnten, aber gut, es ist keine Saison. Aber es war halt 15 Grad etwa und das ist schon ganz in Ordnung. Es waren aber nur 2 im Wasser. Ja, das ist richtig. Ja. Ich und der Manuel Doris, wir waren drin. Ich bin sagen, ich habe gedacht, wenn ich einmal hier bin, muss ich auch rein ins Meer. Und ja, es war nicht so kalt wie letztes Jahr und deswegen war das ganz angenehm. Ihr habt noch bis 9. Februar Zeit, euch vorzubereiten auf die Heimpartie gegen Ingolstadt, mit der das Fußballjahr 2014 dann beginnt. Auf was achtet man im Trainingslager? Was ist momentan wichtig? Ja, also ich denke, wir können aufgrund unserer richtig guten Werte, die wir haben, können wir jetzt schon vieles im spielerischen, im taktischen Bereich machen. Also wir müssen jetzt nichts nachholen, was die Ausdauer betrifft, sondern wir können direkt auf dem Platz mit dem Ball trainieren und das ist, denke ich, ein großer Vorteil. Die Mannschaft hat eine fußballerische Qualität, aber sie funktioniert auch abseits des Platzes sehr gut. Das kriegen immer wieder sehr viele Menschen mit. Du bist der Kapitän, du bist derjenige, der sozusagen der oberste Wächter ist, was solche Dinge betrifft. Funktioniert denn auch hier im Trainingslager bisher alles so, wie du dir das vorstellst? Ja, also wir können uns wirklich nicht beschweren. Jeder hat seine Aufgaben, die er zu erledigen hat. Ja, die Jüngeren, das ist nun mal so, das ist der Lauf der Dinge, dass die da ein bisschen mehr machen müssen, was auch die Trainingsintensivien betrifft. Aber das ist eine Erziehungsmaßnahme, dass sich jeder nicht benimmt wie die Axt im Walde. Und wie gesagt, bisher funktioniert alles sehr gut und jeder weiß, dass er eine Vorbildfunktion hat und darauf auch achten muss. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.